Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leben auf dem Bauernhof Revival. Ja, Udo. Alles gut? Ja, noch nicht, weil Stroh habe ich hier. Ja, er muss da oben erst noch drauf. Ja, oben habe ich mir überlegt, ob ich da so ein. Gut, Mist, da kommt man ja gar nicht hoch. Brauche ich mal noch eine Leiter. Ja, auf den Bulldog und dann hoch. Ja, hier mache ich, glaube ich, so ein kleines Strohlager rein. Mann, ey, wo hast du deinen Schlüssel verloren? Wenn ich das wüsste. Oh, nee. Regen. Aber das ist gut, zum Tiefenlockern ist perfekt, oder? Hm. Was willst du zum Tiefenlockern? Warte, ich nehme mal... Ich habe auch keine Sämaschine. Ich habe gar nichts. Ey, was habe ich mir denn gekauft, ey? Oh, nee. Ich muss mal gucken, dass ich mir noch Equipment kaufe, wenn du Leo wieder da ist. Ich hab zum Glück noch ein bisschen von dem Geld habe ich noch, gell? Bisschen? Ja, so 700.000. Ich hab noch 1 Million. Million? Wo hast denn du 1 Million her? Oh. Was hast denn dir bisher gekauft? Den MF. Ja, halt meine Fahrzeuge. Du bist ein Held. Hof habe ich ja noch geerbt. Ja. War ja noch Ach da. So. Ja, okay, dann bin aber am Überlegen, mal 250.000 oder so an irgendwelche Kinder oder so zu spenden. Ist ja an die Hilfsorganisation da. Ach so, okay. Gut, wir fahren gerade mal hinter, ich zeig's dir wo. Jo. Oh, jetzt nur Bulldog zu hier. So. Marc, hört das hier dir alles auch noch? Ja, ja. Bis hier zu der Straße. Uiuiuiui. Upp, warte. Hier, du kannst mal weiterfahren. Ich komm gleich rüber. Also hier, das Grünlandstück hier. Einfach umflügen. Ja. Also bis hier, wenn es geht. Ja. Aber schön, ja? Ja. Nicht so weit raus. Ja. Gut, danke dir. Jo, tschüss. Tschüss. Ah. Endlich wieder im Trocknen, ey. So, jetzt fahre ich mal zu dem Spezialisten da runter und frag den mal, ob der noch eine Sämaschine hat. Für mich. Oder... Warte mal. Dann gib mein Telefon. Ah, jetzt. Hier ist der Hochrater. Hallo, Leo. Wie geht's? Gut. Du, ich wollte fragen, wann bist du mal wieder da? Ja, ich würde eigentlich gleich einreisen. Ah ja, das ist perfekt. Weil ich bräuchte doch noch ein paar Maschinen, die ich bestellen müsste. Ich habe gemerkt, mir fehlt nur einiges. Jo. Gut, dann komme ich gleich mal runter, ne? Jo.
Danke, bis dann. Tschö. Dann tschüss. Perfekt. Muss ich erstmal einen Katalog dann wieder gucken, was mir noch alles fehlt. Auf jeden Fall eine Sämaschine. Ich brauche eigentlich auch noch was zum Ernten. Ich habe ja keinen Drescher oder so. Ich brauche eigentlich eine Sämaschine, ein Schwader. Da werde ich mir aber, denke ich, schon einen Zweikreisel holen, weil ich habe so viel Wiese. Da muss ich gleich mal gucken. Ey, jetzt stellt er da mitten rein auch noch seinen Traktor, ey. Das wird ihm alles hier gehören. Rausgetappt gewesen. Warte mal, hatte der nicht noch eine Sämaschine hier stehen? Er auf den Acker und er auf Wiese. Ja, sie wollen einen Job haben. Sie können mal zum Händler kommen. Weil da muss ich gerade noch ein bisschen, werde ich gleich noch ein bisschen Sachen kaufen müssen. Die dann wieder zu meinem Hof müssen. Okay. Vielleicht hat er noch ein bisschen was vorrätig, muss ich nur gucken. Müsste auf jeden Fall erstmal kurz noch ein neues Gerät von mir an meinen Hof bringen und dann kann ich helfen. Ja. Gut, dann bis später, ne? Ja, bis später. Tschö. Tschö. Rein und guck mal, ob ich noch einen Prospekt finde. Das vom letzten Mal den Prospekt, den habe ich nicht mehr da. Ah, hier. So, warte mal.
symmetrischer. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das Geld schon bezahlen darf. Grüß dich, Herr Hochrater. Hallo. Ah, da bist du ja. Ja, da bin ich. Ich wollte gerade mal fragen, hatte ich das Geld für den Hof schon überwiesen? Ja, bin schon der Meinung, ja. Okay, ja, dann passt ja. Dann habe ich noch ein bisschen Kleingeld. Ich war gerade hier im Prospekt vertieft. Weil ich brauche ja noch was zum Dreschen irgendwie. Ja. Nur die Frage, was ich da nehmen soll. Weil die Straßen sind ja doch relativ eng. Ich weiß nicht, ist der Masai nicht ein bisschen breit für die Hochstraßen oben? Den ich als Ausstellerfahrzeug habe. Dann natürlich so. Ja, was? Das kann natürlich sein, ja. Dann spekuliere ich nämlich gerade mit dem Nova 330. Kannst du den mal aufschreiben einfach? Einmal auf die Liste mit draufschreiben. Jo, den Nova 330 mit dem passenden Schneidwerk und dem und einem Anhänger zum Schneidwerkstransport. Das müsste dann das Leguan 24 sein. Jo, warte. Also in dazugehörigen Schneidwerk. Welchen? Den? Leguan 24. Achso, nee. Nova. Was meinst du jetzt? Das Schneidwerk. Achso, du bist erst. Powerstream 500. Ja. Den Anhänger hast du schon? Nee, den habe ich noch nicht. Das ist der Leguan 24. Den kleinen Anhänger da. Jo. Hast du? Und? Ja, heute bist du aber nicht so schnell. Herr Zwerger, kommen Sie doch rein. Müssen wir jetzt nicht im Regen stehen. Aber da ist noch jemand drin gestorben. So. Servus. Dann bräuchte ich noch was. Und zwar unter Fahrzeuge. Einen Frontlader, den Kramer. Frontlader, den Kramer. Mit Nokian. Herr Zwerger, ich hoffe, es stört Sie nicht. Ich brauche noch ein bisschen. Aber der Hochrater muss auch ein bisschen Geschäfte machen.
Ja, habe ich aufgeschrieben. Wahrscheinlich dann dazu auch noch. Unter Frontlader. Bräuchte ich einmal noch den die Rollenballengabel. Ja. Ja, so wie sie ist. Und die Folienballenzange. Hast du? Moment, muss ich noch mal kurz die Preise aufschreiben. Ja, hab. Gut, dann brauche ich noch eine Sämaschine. Sämaschine? Ja, also nur für so Standardsachen, so Weizen und Gerste und so Zeug. Mit dir los. Ja, Leo, hi. Was? Rasenmäher gucken. Udo. Moin. Moin. Oh. Geh da nicht zu nah ran, ne? Hast du? Sämaschine brauche ich noch. Dafür gibt's die Amazon, ne? Amazone. Und 1000 Liter Saatgut reinnehmen. Also ich hätte gern was mit Direktsaat. Achso, Direktsaat, okay. Er ist Direktsaat. So, nee, ja, stimmt. Rasenmäher gucken, oder was? Burger. Aber da sehe ich hinten eine von Stara. Von Stara? Die Ceres Master 3570. Ah. Die könntest du mal aufschreiben. Ich denke, die passt. Da kann man auch Dünger mit reinpacken. Also dann kann man praktisch gleichzeitig auch noch mit düngen. Ja, das ist ganz gut. Wobei ich ja mal gucken muss mit Bio. Okay, was brauche ich denn noch? Was hatte ich? Udo! Ah, der ist weg. Was hatte ich denn noch? Ah, Schwader brauche ich noch. Da waren wir letztes Mal stehen geblieben, da hast du mir nichts mehr gesagt gehabt. Ach ja. Den Zweikreisel wollte ich von Feller. Feller. Den Juras, genau. Jawohl. Hattest du den nicht sogar schon bestellt? Kann sein, aber ich habe noch nicht. Den Fahrzeugbrief habe ich noch nicht. Ich guck gerade mal in meine alte Liste. Braucht der noch lange? Nee, eigentlich haben wir es gleich. Müsste eigentlich alles da sein. Den Wender, den hast du. Den Wender habe ich schon oben am Hof, ja. Udo? Mhm. Hast du das Ding wieder mitgebracht? Ja. Okay, okay. Steht wieder vorne. Und deinen Tiefenlocker, den würde ich auch gern kaufen. Den Aussteller. Ja, da kann ich gleich mal gucken. Aus den Lemken, ne? Was? Tiefenlocker? Achso, Tiefenlocker, ne, ja. Wie so ein gelber war das. Ja, also, ne, ich hab den Feller nicht gefunden in meinem. Schreibe ich den mit auf. Okay, gut. Okay, dann passt das mal. Dann danke ich recht schön, ne? Warte, der Tiefenlocker. Achso, ja, den schreibst du noch mit drauf. Ja, das ist eine 3 Meter. Ja, das 3 passt Meter schon. Tiefenlocker. Auch 90 PS. Ja, passt. Haben wir. Dann. Aussteller kann ich noch ein bisschen. Ja, mach mal fertig, mach die anderen noch und dann komme ich später nochmal. Ja, ich hab's. Gut, danke dir. Bis später die Hand, ne? Jo. Den Tiefenlocker nehme ich gleich mit, ne?
Jo, kannst du mitnehmen. Tschö. Tschüssi. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut morgen gerne wieder rein bei der nächsten Folge. Urlaub auf dem Bauernhof. Nein, Leben auf dem Bauernhof. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.